Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Wir zeigen euch die ESI-Alternative WeChat für den Desktop und Android. Schaltet ein und findet raus, welche Browser-Engine ihr in Zukunft verwenden könnt. Plus viel Bewegung in der Wayland-Entwicklung. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Herzlich willkommen zur 6. Sendung von GNU Funst. Neben mir sitzt André, ich bin Paul. Wir werden heute wie immer über freie Software reden. Wir werden nicht nur reden, wir werden auch chatten, denn wir stellen einen IRC-Klienten vor. Wir haben jede Menge GNUs. Und davor haben wir noch was? Die GNU-Distribution des Monats, Parabola Linux, die wir dann auch für euch im Test vorstellen werden. Und da zeigen wir euch auch mehr oder weniger schon, wie so eine Arch-Installation funktioniert, weil Parabola ist nämlich auf Arch basierend. Genau. Wir sehen das vor uns, die Webseite https://parabola-gnu-linux.org und nur über HTTPS, sonst wären die sauer. Genau. Hier ist auch, wie man das von so einer Arch-basierten GNU-Linux-Distribution eben, Ich bin kein Arch-User. Kennt man das so? Wie man das so kennt, im Wiki ist auch ein Installer-Guide mit dabei. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, ein bestehendes Arch zu befreien. Also man kann migrieren. Okay. Aber den Teil zeigen wir euch nicht. Wir zeigen euch, wie man es vom Scratch quasi aufsetzt. Aber nachher, für den Augenblick, booten wir es nur mal kurz an, oder? Wir booten es mal für euch kurz an. Wir haben es ja vor allem vorbereitet. Ach, da sieht man auch die ganzen anderen Distros, die wir mal getestet haben. Jetzt sieht auch das... Okay, es sieht so schön grün aus und wir kommen auf eine Kommandozeile, wie man es wohl von Arch auch kennt beim Installer, nicht? Genau. Genau, und da lassen wir das erstmal stehen und machen nachher weiter. Genau. Heute sind wir bei der versprochenen IRC-Alternative und zwar im IRC-Client, auch nCursus basiert und zusätzlich zu diesem Programm auch eine passende Android-Version. Für WeChat, die eine Art Fernbedienung für WeChat ist. Ein und Client für euren Client. Genau. Wir fangen mal mit dem Desktop-Client an. Und lässt sich dann mit WeChat-Cursus starten. Hui. Genau, wir verbinden uns einfach mal mit Freenode. Ich glaube, es gibt diesen, und da gibt es diesen Channel, oder? Ja, genau, da gibt es dann auch so einen Channel. Okay. Genau, da joinen wir jetzt einfach mal rein. Mhm. Möglicherweise kennt der eine oder andere den auch schon. GNU Funst Test Joined. GNU Funst. Genau, sieht man auch gleich ein tolles Feature. Soll ich mal was schreiben? Schreib mal was rein. Man sieht hier auch gleich ein tolles Feature, die History. Wir waren nämlich vorher schon mal zu Testzwecken schon mal drin. Die wird hier angezeigt, ne? Also er merkt sich viel schon im Voraus, im Vergleich zu IRC ist er schon ein bisschen anders. Genau. Genau, der Paul chattet ein bisschen mit euch und ich zeige euch mal noch ein anderes Feature. Und zwar die Verbindung mit Android. Mhm. Das sieht dann wie folgtermaßen aus. Wir starten ein Relay mit Relay at WeChat und dann auf dem Port 9000. Dann, das hat leider nicht funktioniert. Oh. Ja, der existiert bereits. Das heißt, er hat sich auch das gemerkt. Die Idee ist, dass ihr euren Desktop-Client ewig online lassen könnt und dann mit dem Handy irgendwie mal das Netzwerk wechseln könnt. Mal seid ihr im fremden WLAN, mal seid ihr irgendwie über UMTS online und so. Und ihr verliert halt nie den Channel auf dem Handy, sondern ihr seid immer zu eurem Client verbunden. Genau. Und deshalb der Client für den Client. Wir haben das hier mal in unserem lokalen Netzwerk. Ich starte ihn jetzt auf dem Handy. Mhm. Da seht ihr jetzt hier, dass man Menütaste drückt, um sich zu verbinden. Ja. Und dann tut er das auch. Und er zeigt auch in der Desktop-Variante an, dass er einen Client sich verbunden hat mit ihm auf Port 9000. Dann kann ich hier in den GNU Funst Channel auf dem Handy raufgehen und sehe auch auf dem Handy, was der
Paula so gerade schreibt. Und könnte natürlich jetzt auch noch zusätzlich was schreiben. Was soll ich denn schreiben? Paula hat was. Ich schreibe mal was. Ja, die Autokorrektur von Android ist natürlich in einem IRC-Channel dann nochmal eine Herausforderung. Ach, der läuft nicht im Terminal auf dem Android, sondern das sind ganz eigene. Genau, das ist eine eigene Applikation. Okay. Genau. So, dass man also eine Autokorrektur hat, die dann nachfliegt. Ja. Genau, und dann sende ich das und dann sehe ich das auch dort. Okay. Theoretisch könnte ich mich jetzt mit dem hier wieder ausloggen und bin trotzdem weiter mit GnuFunst verbunden. Also wenn ich und sehe die History wieder. Das möchte ich mal sehen, log dich auf dem Handy mal aus. Ja. Ups, das war natürlich kein richtiges Aussehen. Disconnect. Okay, Disconnect. Ja, genau, das, sehe ich dann da auch. Genau. Getrennt. Achso, doch. Relay, genau. Du siehst die Relay-Trennung. GnuFunz ist nicht ausgeloggt. GnuFunz ist eigentlich immer noch im Channel. Genau, GnuFunz ist immer noch im Channel, das sehe ich auch. Genau. Und wenn ich jetzt noch was schreibe, wie noch was und du kommst auf dem Handy wieder rein, dann müsste ich das dann auch dann sehen. Dann müsstest du das eigentlich sehen, nicht? Genau. Genau, man sieht's. Ja, cool. Also 24/7 online, jetzt auch für zu Hause, ohne V-Server. Ach, ein V-Server ist trotzdem gut. Ja, ist trotzdem. Irgendwo muss man ja das WeChat, was auf dem Desktop hier jetzt läuft, ja auch irgendwo mal laufen lassen, damit man auch das, was andere eben so schreiben, genau. Wie sieht. Genau, es gibt noch ein paar schöne Features, die wir jetzt... Ich glaube, Java macht er noch oder so. Ja, Java kann er noch. Der ist durch mehr als nur eine Programmiersprache durch Plugins erweiterbar. Mhm. Dann SSH-Tunnel, zeigen wir euch jetzt mal nicht. Dann gibt es auch noch SSL über das WeChat-interne Protokoll, was er verwendet für sein Relay. Genau. Also. Und jetzt löchern wir uns schon mit Fragen hier im Channel. Ja. Okay, bringen wir das lieber schnell zu Ende. Bringen wir das lieber schnell zu Ende, damit es für Java-Fan-T nicht so lange dauert. Java-Fund war es für mich immer. Ich dachte, er ist ein Fan von Java. Das macht auch Sinn, ja. Willkommen bei den News. Wir haben diesmal zu Beginn für euch Browser. Jeder benutzt Browser heutzutage und die bei Mozilla entwickeln Browser und die entwickeln auch eine neue Engine. Und die heißt Servo. Servo, ja. Mit Samsung zusammen. Genau, mit Samsung zusammen. Und ja. Also sie haben eine neue Programmiersprache dafür zunächst mal entwickelt und damit soll alles irgendwie toller und schöner und besser sein. Die heißt Rust. Und, die hat aber nicht schon Rust angesetzt, oder? Nee, die ist ganz, ganz neu, damit wird alles schicker und besser. Und ja, da Samsung da was mit zu tun hat, würde ich mal denken, dass wir die zuerst auf mobilen Geräten sehen. Aber das Vorgehen der Artikel liest sich hier schon so, als ob Mozilla vorhat, langfristig Gecko durch Servo zu ersetzen. Schauen wir, was es wird an der anderen Front. Für die Leute, die eher so WebKit-basierte Browser benutzt haben. Bei Google schmeißt man nicht alles um, aber die haben WebKit geforkt, vor einer Weile wohl schon. Und jetzt erzählen sie uns endlich mal davon. Und auch Opera hat Interesse, diese Engine dann zu verwenden. Genau, einen Blick einzusetzen. Interessant, welche Browser dann vielleicht auch noch umschwenken, weil sind ja doch ganz schön viele, die WebKit benutzen. Ja, das könnte echt eine ganze Menge Browser betreffen. Wobei sie, glaube ich, sagen, dass sie nicht damit rechnen, dass Apple aufspringt, aber es gibt ja noch andere. Ja, was haben sie gesagt? Also sie sagen, ihr Chromium unterscheidet sich jetzt doch architektonisch so ein bisschen von den meisten WebKit-Browsern, also dadurch, dass sie ja dieses Konzept haben von sehr vielen parallelen Prozessen. Und dann liefern sie auch noch auf sehr vielen Plattformen aus und sie wollen halt den Bildprozess ein bisschen vereinfachen und sie meinen, durch Blink seien sie in der Lage, schon mal einen Haufen überflüssigen Code rauszunehmen aus ihrer Browser-Engine und den Bildprozess immens zu vereinfachen. Ich stelle mir auch vor, dass sie dadurch ein bisschen mehr Kontrolle über das, was sie in ihrem Browser einsetzen wollen, gewinnen. Genau, sie möchten so ein bisschen weiter die Richtung lenken, in der dieses Projekt dann geht. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Sieht man ja nicht zum ersten Mal in der Open-Source-Szene. Ja. Dann dazu ist es ja da, genau. Und ja, ich denke, wir werden in nächster Zeit noch ein paar lustige User-Agents durchs Web flitzen sehen.
Jolla, hat jemand schon was davon gehört? Die bauen ein neues Betriebssystem, genau. Schon eine Weile. Wer den Faden verloren hat, wer den Faden verloren hat, das ist der Name, den Maimo gerade trägt. Also das war dann mal Maimo, dann war es Migo, dann war es wieder was anderes. Teasen war, glaube ich, noch ein anderer Fork, der auch noch existiert. Oh, das wusste ich nicht. Und jetzt ist es, jetzt hat das Kind gerade den Namen Jolla. Das benutzt halt auch bisher, hat man da überlegt, für Sailfish OS den Namen auch X11 zu verwenden als Grafiksystem. Jetzt gibt es eine Wayland-Implementierung dafür. Und die wollen die Android-Treiber was? Verwenden, was durchaus Sinn macht, weil sie dann mit vielen Geräten auf einmal kompatibel werden. Genau, Hardwarehersteller kümmern sich natürlich um Android und nicht so um solche Spartenbetriebssysteme. Und dann sehen wir vielleicht mal ein Gerät, auf dem wieder ein Nachfolger von Maimo läuft. Mich würde es immens interessieren, weil ich mag Maimo. Ob die jemals auch ein eigenes Gerät vielleicht noch rausbringen, was vielleicht so geeky ist wie das N900? Das wissen wir nicht, aber... Vielleicht braucht es auch noch ein paar Namenswechsel oder so, bis das in Gang kommt. Aber es freut mich, dass da noch was gemacht wird, auf jeden Fall. Als nächstes geht's mit einer anderen Ecke von Wayland weiter, genau. Die vielleicht auf mobilen Systemen nicht so eine Relevanz hat. Netzwerktransparenz in Wayland? Naja, schwer zu sagen. Es gibt ja länger schon dieses RDP-Netzwerkprotokoll. Weniger latenzanfällig als X11, hat aber nicht ganz so viele Features. Und der Westen-Display-Server, also dieser offizielle, diese Kernimplementierung von Wayland, die hat jetzt ein RDP-Backend, so dass man also tatsächlich mit einem entfernten, was ist das, Westen-Wayland-Display sozusagen, gegen den Server connecten kann, der die Software ausführt. Und das heißt, ich habe jetzt Syncline, so habe ich das verstanden. Ob es dadurch jetzt möglich ist, zum Beispiel einzelne Fenster über die Netzwerkverbindung zu holen oder Prozesse zu detachen, reattachen. Dafür müsste man sich wahrscheinlich diesen Code, der da gemerged wurde, angucken. Genau, da müsste man das dann separat reviewen, das machen wir heute nicht. Aber ich finde es interessant, dass an der Stelle schon einfach sehr schnelle, eine sehr schnelle Form von Netzwerktransparenz reinfließt. Und Syncline zu haben, ist schon mal ein guter Anfang. Das sind aber nur 1000 Zeilen. Mhm. Eben. Also dafür, dass so viel möglich wird, ist es erstaunlich schlank. Weiter geht's mit Sachen, wo sich Linus wieder mal eingemischt hat. Das GPL Violations Projekt hat den Linux-Kernel ins Fahnenkreuz gefasst. Geht da um ein Modul, das heißt NWFPE, und das ist für Gleitkomma-Emulation verantwortlich? Genau, und das braucht man auf ARM-Prozessoren, die keine eigene Gleitkomma-Einheit in Hardware haben, da braucht man diese Gleitkomma-Emulation. Und dieses Modul ist unter einer BSD-ähnlichen Lizenz von dem Autor freigegeben worden. Mit einem Zusatz für Haftungsausschluss. Genau, die Frage ist, was schließt er da genau für eine Haftung aus? Jedenfalls ist es formal mit einem Abschnitt der GPL-V2 nicht kompatibel. Und dann hat die FSF gesagt, oder der Anwalt oder der sich da rechtlich ziemlich gut auskennt, das ist nicht kompatibel. Und ich glaube, das ist was nur Juristen verstehen, weil offen gestanden, ich habe den Zusammenhang zwischen dem genannten Absatz der GPL und einer BSD-Lizenz Ich habe nicht so ganz verstanden, warum das kollidieren soll. Ich bin insofern beruhigt, weil Linus hat das offenbar auch nicht so ganz verstanden und sagt, er glaubt das nicht, er lässt den Code erstmal drin im Kernel. Na gut, er sagt selbstbewusst, aus seiner Sicht ist das nicht... Genau. Keine Kollision, und wenn es Brisanz hat, dann werden wir davon definitiv noch was hören. Wenn nicht, dann nicht. Wir haben noch wieder mal einen neuen Desktop, der vielleicht kommen wird, oder vielleicht auch nur eine Abwandlung eines bestehenden, bekannten, sehr populären Desktops. Clyde ist gerade auf einer Hack Week bei SUSE entstanden. Und es geht es geht darum, den KDE-Desktop, eine schlanke, leichtgewichtige Version vom KDE-Desktop zu bauen. Und der Entwickler schiebt nochmal nach, dass er das ernst meint. Was er vor allem tut, ist, dass er KDE weiter modularisiert. Also KDE ist ja schon hochmodular, aber es geht darum, bestimmte Softwareabhängigkeiten nochmal
rauszunehmen und zum Beispiel sich in die Lage zu versetzen, KDE-Komponenten auch mal zu installieren, ohne auf Nepomuk und Akonadi angewiesen zu sein. Dazu kommt, dass er eine Idee hat, den ganzen Startup-Prozess von KDE so ein bisschen mit Systemd zu verknüpfen. Er hat sogar schon festgestellt, kann er sich wohl noch nicht erklären, dass es sogar etwas schneller ist, wenn er es mit Systemd macht, als wenn er das Standard-Startskript von KDE benutzt. Er strebt an, dass dadurch schneller geworden ist. Warum das bisher schneller geworden ist, so richtig kann er das noch nicht, ob das nur auf seiner Testmaschine so war oder bei allen anderen auch, kann er nicht sagen. Und es gibt leider noch kein Release von diesem Desktop, was man jetzt einfach so runterladen und verwenden kann. Wobei er plant, Live-CDs zu bauen damit. SUSE Live-CDs dann leider. Ja, ob das jetzt nur so schlimm ist. Er hat sich auch mit Lennart Pöttering auch schon zusammengesetzt, damit er diesen Startup-Prozess auch so konfigurierbar lassen kann, wie man das von KDE dann vielleicht kennt. Das fand ich noch besonders interessant, anders als bei Razer Qt. Geht es hier nämlich ganz speziell darum, die Modularität und die Konfigurierbarkeit von KDE in dem leichtgewichtigen Desktop zu erhalten. Und das fand ich besonders spannend. Und also mich persönlich interessiert dieser Desktop schon sehr, weil ich eigentlich KDE-Software immer ganz gut zugeneigt bin. Insofern bin ich schon gespannt darauf, was da noch rauskommen wird aus dem Projekt. Ich würde es ja auch definitiv mal anschauen, wenn das rauskommt, auch wenn ich überzeugter GNOME-User bin. Also interessant. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu unserer Distribution und lassen die Desktops hinter uns. Genau, die wir am Anfang mal gestartet haben. Mhm. So, wir haben unser Parabola vorhin gebootet, ihr erinnert euch. Jetzt wollen wir es auch mal installieren, nicht? Eigentlich recht straightforward und ganz einfach wie immer. Also wir brauchen halt erst eine Partition. Genau, das macht man am besten mit fdisk. Fdisk, devsda, komme ich an. Ja, sehr schön, hat er erkannt alles. Ich glaube, wir brauchen erstmal so eine DOS-Partitionstabelle, eine leere. Die dürfte noch nicht drauf sein. Das ist... wir sollen ja nicht aus dem Bildschirm rausgreifen. So, create a new empty DOS partition table. Oh, perfekt. Eine neue Partition war N. Genau, Primary. Mehr. Es ist gut. Eins. Passt auch, prima, First Sector 2048, sehr schön, der kommt schon mit den übergroßen Plattensektoren klar, wenn er so rechnet. Jetzt kann man die rausschreiben, oder? Wie? Genau. So, dann haben wir jetzt ein SDA1, auf dem können wir ein Dateisystem machen. MKFS, was haben wir denn, was nehmen wir? Nehmen wir ButterFS, nehmen wir EXT, machen wir Play It Safe. MKFS EXT4 oder so. Mhm. Ja, und jetzt können wir es schon mounten, oder? Haben wir ein MNT? Natürlich haben wir ein MNT. So. Ein Packstrap oder so? Genau, mit Packstrap kann man quasi das... Packstrap, da haben wir es. /MNT, also noch /MNT und dann einfach dahinter ein Base, also das Basissystem sozusagen nach /MNT rein installieren. Und sieht gut aus, er lädt runter. Was denkst du, wie lange wird er so brauchen? Total Install Size, 111 Megabyte. Machen wir was anderes in der Zeit? Ja, lass uns was anderes machen. Genau, wir haben da viele Terminals hier. Lass uns mal ein bisschen zocken. Wie hieß das Spiel nochmal, was Rogue du spielen wolltest? Pieces. R-O-G-U-E. Ja, perfekt. Vorhin hat er es noch gehabt, oder? Target not found, Rogue. Müssen wir die Quellen noch hinzufügen irgendwo? Ah, perfekt. Genau, weil das die andere Instanz quasi hat das zwar gemacht, aber... Mhm. Genau, also im Live-System kann man natürlich auch schon Software installieren. Gut, das kennt man mittlerweile. Wie weit ist der da vorne auf dem ersten Terminal?
Er ist noch beschäftigt. Oh, er holt ein System-D, schön. Naja, basiert ja auf Arch und wird auch ähnlich aktuell sein. Es wird halt nur, dass alles, was unfrei ist, wird abgezogen, okay. Mehr oder weniger. Ja, so. Nicht eigentlich. Rogue zocken, haha. Nee. Vorhin hatten wir doch auch sowas. Ach so, Upgrading Pac-Man. Ja, ich glaube, wir müssen es nochmal ziehen. Ja. Genau, das erste war in Pac-Man und jetzt, müsste, jetzt ist Rogue ja. da. Genau, aber Mensch. Das kann ich nicht spielen hier. Ich soll spielen? Das ist okay. mir das zu ist krasses zu, Spiel. Das ist zu krass. Ist auch total, ich weiß nicht, total viel Gewalt hier drin. Also, wer es noch nicht erkannt hat, wir haben ein spielen das Ad. Hier ist eine Schlange und scheiße, ich glaube, ich habe im Inventar habe ich auch einen kleinen Bogen. Gut, dann sollte ich vielleicht mal, was war der Bogen? Das war D, also ich packe mal Real D, okay, ich glaube mit T kann ich dann den Pfeil abschießen auf die Schlange. Ich will natürlich einen Pfeil abschießen. Und habe ich überhaupt noch E? Genau. E. This arrow misses a snake. Vorbeigeschossen. Ja, nochmal hier. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich langsam mal wieder anfangen, das Mace hier in die Hand zu nehmen. Na, we'll see. No Mace, okay. Und drauf hier. Don't hit the snake. Mist. Snake doesn't hit you. Okay. You have injured the snake. Schön. Spannend. You have defeated the snake. Yeah. Und hier liegt irgendwie was rum. Okay. You found 46 gold pieces. Und das hier waren die Pfeile, die ich verschossen habe. Genau. Okay. Was haben wir jetzt? Erforschen wir mal den Dungeon hier ein bisschen mehr, ob noch irgendwo ein Monster ist. Da liegt schon mal eine Schriftrolle. Was war das hier nochmal? Weiß nicht, müssen wir nochmal in die Legende gucken. Ist halt total spannend. Es gibt dieses Roguelike, ist ein ganzes Genre. Also, ich weiß nicht, was im originalen Rogue gerade das Ziel ist, aber in NetHack, da geht es darum, dann immer tiefer hinabzusteigen in diese Höhle und das Amulett von Yendor zu finden. Und ich mag ehrlich gesagt Thrall ein bisschen mehr. Da geht es darum, das Orb of Zod. Aus den Tiefen der Höhle zu holen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Rolle hier, eine Schriftrolle. Genau. Und einen Zaubertrank. Und ich weiß nicht, was der macht. Und man muss die immer alle erst ausprobieren, bevor man die verwenden kann. Es kann halt doch sein, also manchmal findet man halt auch eine Potion of Death und weiß das nicht. Und dann ist das Spiel plötzlich vorbei. Dann fängt man wieder von ganz von vorne an. Das ist nämlich dieses sogenannte Spielprinzip. Aber lass uns mal bei unserer... Guck mal, die Installation mal genau. weitermachen, weil... Was haben wir hier noch? Wollen wir nicht von vorne anfangen. Dann geht es darum, den Grub zu installieren, nicht? Und die FS-Tab müssten wir noch schreiben. Okay, das Ganze mit den Locates, das können wir mal ignorieren hier. Ich glaube, die FS-Tab, die kann man... Der hatte einen Befehl, nicht? Ja. Gen FS-Tab oder sowas. Ja. Hieß der so? Ja. Aber die muss... Führ mal einfach so aus und dann sehen wir, was da rauskommt. Ich glaube, der... Ja, ich glaube, er braucht... Ich finde es gerade nicht. Gib den mal so ein. Okay. Use Labels, use UIDs. Ja, minus groß U ist schön. Und dann muss man ihm auch noch sagen... Na, dann das macht man über eine Shell-Umleitung, genau. Das Ganze packen wir jetzt nach MT, ETC, FS-Tab. So, dann steht die. Dann den Grub, den installieren wir vielleicht besser aus der Change-Root, oder? Das war auch so ein genau. Arch-CH-Root, oder? Da das ja Arch-basiert ist, macht man das natürlich noch mit dann. Arch-CH-Root. Braucht man sich, glaube ich, gar nicht mehr darum kümmern, dass man noch irgendwie Dev und Proc und sowas... Genau, und schon sind wir da drin. Jetzt haben wir natürlich keine Z-Shell mehr. Okay, müssen wir so klarkommen. Grub-Install.
Das müssen wir, glaube ich, vorher noch installieren, sofern ich weiß. Ah, richtig, ne? Mit auch via Pacman nicht. Ja, ich glaube, in dem Tutorial wird es außerhalb der Changeroute dann in die Changeroute rein installiert, auch mit einem Packstrap oder so. Genau, die sind erstmal aktuell. Dann Grub 2 oder so. Nur Grub? Nur Grub ist dann wahrscheinlich das Metapaket, das heißt dann wahrscheinlich so. Grub Pledges? Genau. Okay, ist das jetzt Face Grub? Ist das jetzt. Genau, und dann? Grub Install, Dev SDR. SDA 1, nehme ich an. Die SDA. Schön. Eigentlich müsste man es doch jetzt schon booten können, oder? Nee, jetzt müsstest du irgendwie noch eine Grub-Config schreiben. Das war das Grub-Legacy-Paket. Und, Grub-BIOS ist das Grub-2-Paket. Hier ist es. Installier mal Grub-BIOS. Genau, das geht dann wieder über Packstrap. Was wir allerdings nur außerhalb der CAU. Das kannst du auch mit Pacman machen. Also das Beispiel hier ist mit Packstrap, aber du kannst das mit Pacman auch installieren. Gerne FS-Tab hatten wir. Ja, mach mal weiter. Grub-BIOS, das gibt's. Bestimmt. Genau, remove grub legacy, genau, das wollten wir ja. Also ein kleines Y. Ja, ist auch ein bisschen größer, sieht man. So, hat er installiert. Genau, und jetzt ein grub install, der FSDA, wie wir es gerade schon mal hatten. Und das Schöne ist, dass der automatisch die Config bauen kann, also grub mkconfig minus o und dann auf die grub cfg. Boot grub-cfg ist halt so die Konfigurationsdatei von grub 2, also es ist nicht mehr die Menu-LSD, das genau, wisst ihr mittlerweile. Das ist schon länger her. Ja, schön, Linux Libre IMG, sehr schönen Dateinamen. Jetzt sollte man noch ein Root-Passwort setzen, oder? Genau, das sollten wir machen, sonst haben wir ein Problem beim Einloggen, wenn wir es neu starten. Genau. Das muss ja nicht lange halten. Werfen wir vorsichtshalber nochmal einen Blick in die FS-Tab, wie jetzt aussieht. Ja, lass uns das mal tun. Ob hier ein VI drauf ist, das reicht ja auch mit einem Less. Genau. Falls eins drauf ist. Nach slash ext 4, sieht gut aus. Cool, probieren wir mal zu rebooten. Achso. Gut, dann vielleicht einmal raus da und dann erst noch einen sauberen Unmount machen oder so. Genau, das müssen wir sowieso machen. Umount slash mnt, vielleicht wenn du gerade nicht drin bist in dem Ordner. Weil jetzt dann natürlich noch busy, weil dein Shell ist ja noch drin. Ja. Schön, und jetzt Reboot. Spannend. Das war auf jeden Fall eine sehr schnelle Linux-Installation. Es ist auch nur ein Basissystem, muss man fairerweise dazu sagen. Das ist noch die CD, oder? Genau, das glaube ich nämlich auch. Genau, das ist noch das Existing OS, da hast du es doch. Einfach durchbooten. Da ist cool, da ist ein Grub. Den haben wir gerade installiert. Und auch in unseren Farmen. Schön. Wie schnell? Ja, okay, FS-Zig. Hui, mit System D ziemlich fix. Yeah. Oh. Das liegt jetzt daran, dass wir natürlich, dass du die deutsche Tastatur verwendet hast. Genau, wir haben keine Locals bei der Installation dazu gemacht. Also, das. Ja. So, jetzt lass mal weiter Rogue zocken hier installieren nochmal. Also müssen wir jetzt natürlich nochmal machen. Genau, ihr könnt was anderes machen und wir machen jetzt hier. Aber loadkeys. Ne? Dann ist Rogue ja noch schwieriger. Ja, für dich, weil du nur die englischen Tastenkürzel kennst. Ja, aber guck mal, die Tastaturbelegungen sind total logisch. H, J, K, L, wie
in VI und dann hast du nämlich mit Z und mit Y und U möchtest du den nämlich bewegen. Und wenn Y da unten links ist, dann ist das, dann macht das gar keinen Sinn mehr. Erhöhter Schwierigkeitsgrad nenne ich das. Ja. Also. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo Erik schon ausgefadet hat, oder? Genau, das glaube ich auch. Gut. Wir spielen dann mal. Ja, ihr habt nun gesehen, wie einfach es sein kann, Linux zu installieren und nebenbei noch ein bisschen rumzuzocken. Aber Paul hat auch eine Frage für euch. Mhm. Wieder mal. Oh ja. Ja, diesmal wieder was Technisches. Wie macht ihr das mit so Group Shares? Also ihr habt verschiedene Benutzer in einem Unix-System. Die sind alle in einer Gruppe und die sollen jetzt einen Shared-Ordner haben, den sie gemeinsam nutzen können. Also da kann ein Benutzer Dateien reinschmeißen, jemand anders kann Dateien da draus lesen, selber was reinlegen. In der Theorie sagt man, es gibt da dieses SGID-Bit, was man auf den Ordner legt und dann werden alle Dateien, die in dem Ordner erstellt werden, die bekommen dann diese Gruppenzugehörigkeit. In der Praxis ist es so, eine Datei, die rein verschoben wird, die behält ihre alte Zugehörigkeit bei, die wird dann nicht neu kreiert, die Inode wird dann nicht angefasst dabei. Und das heißt, die sind dann in der falschen Gruppe und können wahrscheinlich von den anderen Leuten nicht mehr gelesen werden. Dann gibt es diesen Workaround, dass man noch ein iNotify auf dem Directory laufen lässt und guckt, wann eine Datei rein verschoben wird, um darauf die Rechte zu setzen. Das Problem ist, wenn dann eine Datei innerhalb des Verzeichnisses verschoben wird, dann löst das halt auch ein iNotify aus. Und dann gibt es Sysadmins, die haben es im Prinzip aufgegeben und lassen alle Viertelstunde einen cron-Job laufen, der allen Dateien da drin Berechtigungen zuweist. Aber das ist auch doof. Und dann gibt es andere Sysadmins und haben es aufgegeben und haben einen lokalen FTP laufen, der dieses Directory ausliefert, sodass letzten Endes alles unter einen echten User abgelegt wird. Also Group Shares unter Unix, unter Linux, POSIX-Systeme, hatte ich bisher noch nicht richtig in schön gesehen. Und ich frage mich, wie löst ihr das Problem? Schreibt mal in unseren Reddit, in unsere Kommentarsektion an unsere E-Mail-Adresse, mich interessiert es wirklich. Genau, die E-Mail-Adresse ist post@glufunz.de. Wenn ihr der Sys-Admin seid, der das weiß, dann immer her damit. Wir haben da immer noch so einen... Genau, und wir haben noch einen offenen Contest laufen bezüglich Wayland-Screenshots. Wir haben noch nicht so richtig gefunden, was wir oben drauflegen können. Wir messen daran ja, wann Wayland wirklich funktioniert, nicht? Also wenn ihr uns den ersten Screenshot sendet. Dann wissen wir, es ist bei den, sagen wir mal, bei den Linux-Usern, die schon ausschließlich Linux benutzen. Die so unheimlich professionell sind, dass sie unserem Podcast folgen. Also wir haben bisher, was ist bisher drin im Pod? Wir haben eine Open-Source-CD. Mit unseren Unterschriften. Mit unseren Unterschriften und wir haben einen Gentoo-Button. Wir haben einen Gentoo-Button. Und ich habe heute in meiner Wohnung echt gesucht und nichts gefunden. Deswegen dachte ich, wir geben euch ein bisschen Merchandise. Genau, wir werden Poster haben. Die sind noch nicht gedruckt. Aber ihr könnt das allererste Poster, was aus dem Druck kommt, könnt ihr haben. Nicht den ersten Fehldruck, sondern der erste funktionierende Druck. Den ersten funktionierenden. Wenn ihr uns einen Wayland-Screenshot schickt, auf dem man Wayland-Features erkennen kann. Genau, und wenn ihr das bis zum Berliner Linux-Tag schafft, dann können wir euch das sogar persönlich geben. Den Berliner Linux-Tag persönlich übergeben oder per Post schicken, das kriegen wir schon hin. Also ein Zusatz-CD, ein Gentoo-Button und ein Glufunz-Poster. Genau, und unsere Unterschriften sind im Pod und wir möchten Wayland-Screenshots aus dem echten Leben sehen von einem produktiven System. Ich bin gespannt. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Euer Paul und euer André. We'll be right back.